St. Moritz vor 140 Jahren noch ein verschlafenes Bergdorf im Engadin. Heute das Mekka der internationalen Snow Society. Wer heute in St. Moritz absteigt, ist reich, berühmt oder hat lange gespart. Was für Herrn und Frau Schweizer all-inclusive im 5-Sterne-Plus-Hotel ist, für die Armada der Superreichen das Bergdorf im Engadin. Winter für Winter pilgert der Geld- und Hochadel mit Learjets und Nobelschlitten auf 1800 Meter Höhe in das Saint-Tropez des Winters. Der Grund? Die exklusive Gesellschaft will verwöhnt werden, koste es, was es wolle. Erste und einzige Regel: Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Die eigentlich unbezahlbare Gegenleistung: Top-Events, Gala-Diners und ein göttlicher Service in den Luxusherbergen von Snow City. Hier ist natürlich auch ein dramatisches Umfeld, oder? Das ist der Luxus. St. Moritz ist natürlich das Highlife momentan aus der Schweiz. Die ganzen Promis sind hier. There are a lot of people here shopping and spending a lot of money. So. U1 TV war live dabei und hat für sie hinter die Kulissen des mondänsten aller alten Dörfer geschaut. The lady is Jean Athens, supermodel with hundreds of pages of covers and the future film star. Heute mit folgenden Themen: Top Events of Switzerland. Der Cartier Polo World Cup of Snow, das aufwendigste aller Polospiele, kommt nach St. Moritz. Top exklusiv für U1 TV. Dr. Peter Berry, Nachfahre des St. Moritzer Kurarztes und Malers Peter Robert Berry, gibt spannende Einblicke in das Leben in St. Moritz. Top oder Flop? Der Aufbau des sogenannten Event Village auf dem zugefrorenen St. Moritzer See gerät zur Nagelprobe für die Aufbauspezialisten. Hält das Eis der enormen Belastung stand? Wie Phönix aus der Asche, möchte man meinen, wurde über Nacht aus einem Bergdorf der internationale Hotspot für reich und schön. Doch St. Moritz kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. St. Moritz ist ein sehr alter, traditionsreicher Ferienort. Die erste Quellfassung im Bad, diese Lärchenstämme, stammen aus der Keltenzeit und sind gegen 3000 Jahre alt. Der heilige Mauritius, der St. Moritz den Namen gegeben hat, wurde vor etwa 1700 Jahren von den Römern umgebracht. Und St. Moritz selbst wurde 1139, also vor bald 900 Jahren, erstmals urkundlich erwähnt. 1535 findet man dann auch die ersten Schriften über den Bäderbetrieb. Trotzdem blieb St. Moritz bis ins letzte Jahrhundert ein kleiner Bauernort mit etwa 150 Einwohnern. Der St. Moritzer Hotelpionier Johannes Bedrut hat mit einer berühmten Wette einige englische Sommergäste überzeugt, dass sie auch einmal im Winter nach St. Moritz kommen sollten. Wenn es ihnen nicht gefalle, zahle er ihnen die Reisespesen. Wenn es ihnen gefalle, dürfen sie auf seine Kosten als Gäste bleiben, solange sie wollten. Es gefiel ihnen und sie sind geblieben, sagt die Legende, bis gegen Ostern. Das war der Beginn des Wintertourismus in den Bergen. Vorher hatte man Angst vor den Bergen im Winter. Es gab ja keine Straßen, keine Eisenbahn und so weiter. Johannes Bedrut hatte dann verschiedene weitere Ideen und Innovationen. Beispielsweise brachte er 1878 von der Weltausstellung in Paris das erste elektrische Licht nach St. Moritz. Zwei Jahre später führte er Curling ein, gar mit den Europameisterschaften, zum ersten Mal auf dem europäischen Kontinent. Fünf Jahre später, 1885, bauten die Engländer den berühmten Crestam Run zum ersten Mal, gründeten auch ihren legendären Club, dieser Eiskanal von St. Moritz nach Zellerina hinunter. Dann gründeten sie den Bob Club fünf Jahre später und erfanden auch diesen neuen Sport, indem sie zwei Kresterschlitten zusammenbanden ursprünglich. 1896
bauten die Samritzer dann das erste elektrische Tram der Alpen. Und 1904 war dann der Bau der Rhätischen Bahn bis nach Samritz fertig, was ein enormer Impuls war für den Tourismus in Sengadin im Sommer wie im Winter. 1907 fanden dann die ersten Pferderennen auf dem gefrorenen See statt und 1910 gar der erste Motorflug über Schweizer Gebiet mit Start und Landung ebenfalls auf dem gefrorenen Samritzer See. Später hat dann Samritz zweimal die Olympischen Winterspiele durchgeführt, die einzigen, die in der Schweiz stattgefunden haben, 1928 und 1948. Heute organisiert Samritz jedes Jahr bis zu 300 Veranstaltungen, sportliche und kulturelle Anlässe im Winter wie im Sommer. Es gibt kaum einen anderen Ort auf 1800 Metern über Meer mit einem derart vielseitigen und dichten Veranstaltungsprogramm wie Samritz im Engadin. Eines der Top-Events, der Cartier Polo World Cup on Snow. Ein Sportevent, das in St. Moritz mittlerweile Tradition hat. Bereits zum 22. Mal gibt sich die Weltpolo-Elite hier für eine Woche ein kleines Stelldich ein. Doch lange bevor die High Society und die Polo-Vips anreisen, erreicht drei Tage vor Spielbeginn der über 100 Pferde zählende Tross der Polo Society St. Moritz. Tiere und Pfleger haben eine lange Reise hinter sich. Mit speziellen Pferdetransportern waren sie bis zu drei Tage auf Autobahnen quer durch Europa unterwegs. Doch bevor sich die Betreuer eine Pause gönnen können, muss die wertvolle Fracht behutsam ausgeladen und in die beheizten Boxen des Stalls gebracht werden. Polopferde, edle Spezialzüchtungen, sind ein kleines Vermögen wert und erreichen nicht selten Preise von Mittelklasse-PKWs. Vorsicht ist also geboten. Wie Sie sehen können, sind eben gerade die Pferdetransporte aus England angekommen. Die Pferde waren heute 24 Stunden unterwegs. Die vier Teams, die am diesjährigen Polo World Cup on Snow teilnehmen, und alle ihre Pferde kommen aus England. Mit den Ponys wurde im Vorfeld mindestens 8 Wochen gearbeitet, um sie für die hiesigen Verhältnisse, den Schwierigkeiten des Spielens auf Schnee vorzubereiten. Die meisten Pferde haben Arena Polo, das ist eine Indoor-Variante des Polo in England, gespielt. Und Sie sehen, die Pferde haben alle geklippt.
Sie sehen, dass alle Pferde geschoren wurden. Das erlaubt ihnen eine größere Bewegungsfreiheit und bewahrt sie vor dem Frieren an den Beinen bei Schnee und den extremen Temperaturen. Wenn sie nämlich lange Haare hätten, würden diese nass werden und dann würden die Ponys frieren. So bleiben sie aber warm und trocken. Immer mit dabei Veterinär und Polo-Experte PJ McGregor. Er ist seit 34 Jahren als Tierarzt auf Pferde spezialisiert und bereits die 8. Saison mit in St. Moritz. Polo auf Schnee zu spielen, fand er anfangs ungewöhnlich. Als ich das erste Mal herkam, machte ich mir Sorgen. Doch mit den speziellen Einlagen in den Hufeisen, die verhindern, dass der Schnee im Huf festklumpt, ist das Polospielen auf Schnee unendlich viele Male sicherer als das Spielen auf einem normalen Grasfeld. Der Grund dafür ist erstens, dass die Pferde weitaus langsamer sind, weil es anstrengender für die Pferde ist, auf dem Schnee zu spielen. Und zweitens, weil der Ball nicht ganz so schnell fliegt. Für Laien anfangs ungewöhnlich, die Mansoen-Polo-Pferde werden vom Profi als Pony bezeichnet. Der Grund liegt in der Vergangenheit. Früher waren die Pferde um mindestens eine Hand, das sind ungefähr 10 cm kleiner. Darum waren das eben Ponys und keine Pferde. Weil aber Polo heutzutage viel schneller geworden ist, reiten die Leute jetzt auf kleineren Rennpferden. Aber wir nennen sie immer noch Ponys, so ist das eben. Während die Pferdebetreuer im Polo-Jargon einfach als Grooms bezeichnet, den Ponys ihr Spezialfutter mischen, machen wir uns auf den Weg zum sogenannten Village auf dem zugefrorenen St. Moritzer See. In wochenlanger Arbeit wird die Eventmeile Jahr für die Top-Events der Wintersaison aufgebaut. In 2 Tagen soll hier alles fertig sein. Dann wird in der über 4000 Quadratmeter großen Zeltstadt die internationale Snow Society abfeiern. Wir sind hier mit dem Mann verabredet, der das Polospiel auf dem Schnee erfunden hat. Mein Name ist Gianni Berri. Ich bin hier in St. Moritz, in diesem schönen, wunderschönen Gebiet Oberengadin aufgewachsen und bin sozusagen der Urvater des Winterpolos hier in St. Moritz. Das liegt jetzt 22 Jahre zurück. Wir haben hier in St. Moritz mit Winterpolo angefangen. Die Idee kam von mir und einem guten Freund von mir, dem Herrn Reto Gaudenzi. Wir haben zusammen Polo gespielt in Spanien in den Ende 70er Jahren und Anfangs 80er Jahren und sind dann beide hier in St. Moritz haben wir uns getroffen, er ist auch Engadiner. Und wir haben uns gesagt, wenn hier auf dem See auch Pferderennen abgehalten werden, dann wieso nicht auch Winterpolo? Verantwortlich für die Organisation des Mega-Events, der St. Moritz Polo Club und seine Sponsoren, die bereits mit ihrem Namen für ein Event der Superlative garantieren. Cartier, Maybach, Brioni und Bankhaus Hoffmann tragen dazu bei, dass sich Polo on Snow in die Reihe der Top Events of Switzerland einreihen darf. Darauf sind die Veranstalter stolz. Da muss ich sagen, das Polo auf dem Schnee, hier auf dem gefrorenen See, dürfen wir jetzt zum 22. Mal austragen. Also, wenn man dem schon darf, Tradition nennen, freut uns das natürlich wahnsinnig. Aber es ist gleich gegenüber anderen Veranstaltungen doch eine junge Veranstaltung. Und wir versuchen natürlich auch mit dieser Veranstaltung dem ganzen Slogan von St. Moritz und Top of the World auch gerecht zu werden. Das heißt, nicht kleckern, sondern klotzen. Denn auch im Polo Village soll sich die Exklusivität von St. Moritz widerspiegeln. Entsprechend ist der technische Aufwand. Lautsprecheranlage, dass die Leute informiert werden auf dem Platz, was läuft und geht. Dann haben wir Presseleute hier, wir haben Wettkassen hier, wir haben
entsprechende Heizöfen in diesen Container. Und dann die anderen zwei Kabel sind eigentlich nur Fipzelt und Koche. Für die 1000 Mahlzeiten rauszubringen am dritten Rennsonntag. Der Stromverbrauch für den Mega-Luxus. So viel wie für 170 Haushalte oder wie für sämtliche Luxushotels von St. Moritz zusammen. Stromkiller Nummer 1, das VIP-Zelt. Für das Innenraumdesign des 4000 Quadratmeter Luxuszelts ist Deko-Expertin Livia Schmid zuständig. Wir sind jetzt an den ersten Vorbereitungen fürs Polo und nachher fürs Whiteturf. Und wir sind jetzt an der Sonne am Arbeiten, da ist es ein bisschen wärmer. Und Isabel und ich, wir haben, ich bin Livia Schmid übrigens, wir haben jetzt gerade die Lichterketten an den Lüster gemacht, die wir nachher in die Mitte des Buffets werden hängen, so als Centerpiece, so als Eyecatcher. Und der kommt nachher rein. Das ist der Haupteingang sozusagen, wo das Deko stattfindet, der Hauptteil. Es ist jetzt noch gar nichts eigentlich los, auf jeden Fall, wenn es so weit wäre. Würden wir hier in das Zelt reinkommen und dann würde sich da der Himmel würde sich eine nach dem anderen von diesen Kronleuchtern und diesen Boxen noch drin sind. Das ist jetzt aber nur ein kleines Objekt davon, werden dann aufgehängt. Es sind im Ganzen etwa sagen wir 30 bis 40 grosse und kleine Kronleuchter, die sich eine nach dem anderen aufhängen. Und den wir vorher gesehen haben, ist dann der grösste, der dann dort vorne stattfindet. Und die rechte Hand und linke Hand von mir werden dann Sofas sein. Eine weisse und braune mit braunen Küssen drin. Und Kuhfell am Boden, braune, gefleckte, weisse. Und die grossen Vasen, die können wir vielleicht auch mal schnell anschauen, die jeder liebt, weil sie so schwer sind. Die sind da vorne. Und das sind jetzt diese Vasen, die eben jeder liebt, weil sie so extrem schwer sind. Aber die kommen direkt aus Bali, eingeflogen sozusagen. Und die werden wir nachher bestücken mit diesen langen, schönen Ästen drin. Das sind Lianenäste. Und die werden dann im Zelt verteilt zu meinem Lounges zu, dass es schon irgendwie so ein schönes Ambiente gibt eigentlich. Genau. Und auf den Tischen, da hat es hier einen ganzen Karre voll mit Waren. Da werden dann diese Schoten geschichten. Das sind so Passionsfrüchte und allerlei Sachen werden da in so schöne Schalen aufgefüllt und auf jeden Tisch hingestellt. Und was ist dieses Jahr angesagt? Wie heißt die Deko, die man dieses Jahr sehen wird? Das ist noch schwierig. Es ging mal von Art Deko aus. Ist es aber leicht abgewandelt ins Kolonial-Jugendstil. Es ist so ein bisschen mix, es soll so eine moderne Lounge eigentlich stattfinden. So. Früher Nachmittag in St. Moritz. Nur Stunden nach ihrer beschwerlichen Anreise aus England werden die wertvollen Poloponys auf Trab gebracht. Für Pferdepflegerin Annabelle aus England ist das Routine. Als erstes bringen wir die Pferde raus, nachdem sie gefressen haben. Wir laufen mit ihnen, um ihre Beine zu strecken. Und sie müssen ihre Fitness auf einem gewissen Standard halten. Wir gehen raus und laufen für ca. 10 Minuten mit ihnen. Danach, für etwa 20 Minuten, müssen sie galoppieren. Die Leute haben ihre eigenen Methoden. Das ist nicht so eng. Dann zurück in die Ställe. Die Pferde sind Athleten, wirklich, wie Menschen. Sie müssen ihre Muskeln und alles in Form halten. Sie sind athletische Pferde. Den im Moment härtesten Job machen die vielen Aufbauhelfer im sogenannten Village. In 48 Stunden muss das Zeltdorf auf dem St. Moritzer See voller Luxus erstrahlen. Was die Snow Society nicht weiß, nur mit ausgeklügelter Technik und viel Raffinesse kann verhindert werden, dass die 4000 Quadratmeter Luxus durchs Eis brechen und auf den Grund des Sees sinken. Mein Name ist Bernhard Pöllinger, ich bin verantwortlich für die ganze Infrastruktur auf dem See. Und die beinhaltet gewisse Punkte, die wir beachten müssen, weil sonst geht nichts. Und der erste Punkt ist sicher, dass wir sämtliche Bauten, die länger
über die ganze Spielzeit stehen, unterlüften müssen. Das heißt, wir stellen die Zelte 20 cm über Eis, damit die Luft zirkulieren kann und die Eisbildung garantiert ist, auch unter den Zelten, weil die doch relativ stark erwärmt werden durch die Heizung. Ein nächster Punkt ist die ganze Verkabelung, der Strombedarf auf dem See. Durch das wir natürlich auch bei Schlechtwetterperioden Schnee räumen müssen, müssen sämtliche Leitungen aufgehängt werden. Und wir haben zurzeit etwa 12 bis 13 Kilometer Stromkabel auf dem See liegen, die alle aufgehängt sind. Die Public-Toiletten für die größte Anzahl der Zuschauer, die hier auf dem See sind. Die Problematik ist, wir müssen sauber arbeiten, wir müssen also sämtliche Fäkalien abziehen vom See. Wir können nichts reinlassen. Oder? Das war die einzige Auflage vom Amt für Umweltschutz, dass 10.000 Leute in den See urinieren, ist das größere Problem wie Parkplatz mit 2.000 Autos, die ein bisschen Öl verlieren. Oder? Bei uns geht spannend weiter, und zwar morgen um 20 Uhr. Dann zeigen wir Ihnen in unserer Doku-Reality Folgendes. Unterwegs mit Hans-Peter Danuser. Der Kurdirektor zeigt uns exklusiv sein persönliches St. Moritz. Freies Training im Pololager. Fitnesscheck für die Edelponys. Hufschmied Dominik Adcock hat einiges zu tun. Und außerdem Countdown im VIP-Zelt, Superdeko oder Megaflop. Was man nicht alles für 50.000 Franken dekorieren kann, sehen Sie morgen in St. Moritz Highlights 2006, der Doku-Reality auf U1 TV.